Ja, in Primark gab es generell richtig, richtig viel Auswahl, was so Mom-Jeans, also lang und kurz angeht. Und wenn du die Sonnenbrille, du musst die halt nicht ständig auf den Kopf ziehen, sondern kannst einfach die cool fallen lassen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, heute gibt es einen Shopping-Haul mal wieder auf meinem Kanal. Ich bin super motiviert, den abzudrehen, denn ich konnte wirklich super schöne Klamotten finden. Und zwar wird es heute einen Primark-Haul und einen Chiquelle-Haul geben. Für Chiquelle habe ich außerdem noch einen Rabattcode für mich, denn das war eine Kooperation. Und für Primark habe ich hier leider keine Kooperation. Die Sachen sind natürlich alle selbst gekauft. Leute, mich würde es übrigens mega freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Denn da sind wir gerade auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Das ist mein Profil und könnt ihr vorbeischauen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen dann direkt auch mal an. Also ich muss sagen, ich war halt, als ich im Primark war, auf der Suche nach einer Mom-Jeans. Nach einer kurzen Mom-Jeans, die ja halt nicht so eng sitzt. Und also nach einer vorteilhaften einfach und nach einer langen Mom-Jeans. Und ich muss euch sagen, ich habe beides gefunden. Also seid gespannt und ja, los geht's mit dem Haul. Viel, viel Spaß. Da habe ich mir, wie immer im Primark, wie immer, wenn ich im Primark bin, Kerzen mitgenommen. Einmal hier so, oh, es riecht so heftig jetzt schon, obwohl die noch zu sind, mit Lemon-Geruch, also Limone. Und die kann man sich halt einfach schön in so eine kleine Schüssel oder so stellen und ja, sieht einfach cool aus, dann auch noch in Gelb. Und die gleichen habe ich mir dann noch in Madagaskar Vanilla mitgenommen. Die sehen dann so aus, die sind weiß und oh, es riecht so gut. Es riecht so, so gut. Ja, also das sind auf jeden Fall meine neuen Kerzen. Denn ich finde, so Teelichter kann man, wie gesagt, immer schön überall irgendwo reinstellen. Und ja, I love it. Wer mich kennt, ich liebe Kerzen eh über alles. Dann kommen wir zu meiner ersten Mom-Jeans, und zwar der Mom-Short. Die sieht so aus. Ich habe endlich eine gefunden. Und Leute, ich trage normalerweise ja Größe 38, Größe 40 in Hosen. Ratet mal, welche Größe diese Hose hat. Größe 44, ja. Aber ich wollte halt, also oben ist mir die viel zu weit, da muss ich auf jeden Fall einen Gürtel anziehen. Ich wollte aber halt, dass die unten an den Beinen so schön weit ist. Konnte ich bis jetzt auch leider noch nicht anziehen, dass das Wetter noch nicht so gut ist. Also wie gesagt, mit Gürtel sitzt die echt gut. Die geht auch hinten über dem Popo, was ich halt wichtig finde. Das ist meine Mom Short. Ja, in Primark gab es generell richtig, richtig viel Auswahl, was so Mom-Jeans, also lang und kurz angeht. Und da habe ich halt, ja, mir die dann mitgenommen. Übrigens, aufgrund Corona gibt es jetzt in Primark auch gerade keine Umkleiden, deswegen habe ich die auf gut Glück mitgenommen. Ja, 44, Leute. So, das war auf jeden Fall die kurze. Und dann kommen wir auch gleich zu der langen Hose. Die habe ich auch schon letzte Woche im Europapark gefühlt wirklich jeden Tag angehabt, da ich die mega liebe. Ach ja, aber vorher habe ich mir noch einen Gürtel mitgenommen. Und zwar ist der in Größe S, da ich halt wirklich eine schmale Taille habe, nehme ich mir die halt in mein S mit, die Gürtel. Das ist einfach hier so ein schwarzer, Momento, hier so ein schwarzer mit so ein paar Mustern drin. Ja, also einfach so ein Basic-Gürtel, der wirklich zu jeder Hose passt. Den habe ich mir mitgenommen für 4 Euro. Diese Hose hat übrigens 11 Euro gekostet, die kurze. Und der Gürtel 4, glaube ich. Dann haben wir die lange Mom-Jeans, die ich, wie gesagt, wirklich schon letzte Woche sehr, sehr oft anhatte. Das ist in so einem coolen Dunkelblau, weil ich habe bis jetzt nur so eine hellere, weitere Jeans. Und jetzt wollte ich halt mir noch eine dunkelblaue holen. Und diese passt hier mega gut. Die habe ich mir in 40 mitgenommen. Also ihr seht hier, die passt mir echt super gut. Ziehe ich trotzdem auch einen Gürtel an, dass die einfach so ein bisschen weiter high-waisted sitzt. Wisst ihr, wie ich meine? Genau, also die liebe ich auf jeden Fall und die haben da weiße Mom-Jeans. Primark hat, finde ich, da eine geniale Auswahl momentan an diesen coolen Jeans. Und ich hatte vorher noch nie eine Jeans aus dem Primark. Ja, aber die passt auf jeden Fall wirklich mega gut. Und für 18 Euro, glaube ich, kann man nichts sagen. So, dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar ist das einfach so ein basic weißes Top. Leute, ich bin mir noch nicht sicher, wann ich das anziehen soll, weil ich fühle mich da so ein bisschen nackt drin. Kennt ihr das Gefühl? Das hat auf jeden Fall hier nur so einen Ärmel. Es ist wirklich ziemlich schön mit so high-waisted Hosen. Ich mich nackt, als würde da so gleich was rausfallen. Es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr schön. Es hat 4 Euro gekostet. Gab es auch noch in schwarz. Ja, dann kommen wir zu einem T-Shirt. Nach dem wurde ich auch ganz, ganz oft gefragt. Diese Farbe, Leute. Meine Lieblingsfarbe. Also fast meine Lieblingsfarbe ist auch blau, aber Lachsfarben ist einfach mega schön. Ich habe mir hier auf jeden Fall so ein T-Shirt mitgenommen. Das fällt richtig, richtig groß aus. Und es ist Größe S, Leute. Aber ich mag das, wenn das so
oversized ausfällt und man dann so vorne so einen Knoten reinmachen kann. Seht ihr hier auch gerade auf dem Video. Deswegen habe ich mir das halt trotzdem in S mitgenommen. Ja, es gab kein XS mehr, sonst hätte ich es mir auch noch ein XS mitgenommen. Aber ja, auf jeden Fall ist das das T-Shirt. Das hatte ich auch in meinem Europapark-Vlog an. I love it. I don't like it. I love it. Bleeps! Das gab es auch noch in ganz vielen anderen Farben. Momento. Ich habe mir eine Sonnenbrille mitgenommen. Und Leute, dazu, passend dazu, also die Sonnenbrille hier ist erstmal von Primark. Tada! Tudu! Die hat, seht ihr das, so einen kleinen Print außen? Weiß nicht, ob ihr das seht. Doch, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das die Sonnenbrille. Und Leute, von Purelay habe ich mir eine Sonnenbrillenkette bestellt. Die werden wir jetzt mal zusammen dran machen. Die sieht so aus. Moment. Ja, okay, jetzt bin ich richtig. Also, und zwar ist das hier einfach so eine Sonnenbrillenkette. Und dann sieht die Sonnenbrille halt noch cooler aus. Und wenn du die Sonnenbrille, du musst die halt nicht ständig auf den Kopf ziehen, sondern kannst einfach die cool fallen lassen. Hier seht ihr das ganz kurz nochmal von Nahem. Also es ist einfach, sieht stylisch aus, würde ich sagen. Ja, Leute, dann kommen wir zu Sachen, die ich meinem Freund gekauft habe. Und zwar liebe ich auch im Primark generell die Männerabteilung. Also ich muss sagen, für mich habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Ich habe mir noch Unterhosen mitgenommen. Unterhosen nehme ich mir auch immer im Primark mit. Aber ich habe sonst eigentlich gar nicht so viel für mich mitgenommen im Primark. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, wie gesagt, von meinem Freund. Und zwar habe ich ihm auch erstmal hier so eine richtig coole Sonnenbrille mitgenommen. Die ist so ein bisschen mehr oval, finde ich auch voll schön. Die habe ich dem auf jeden Fall mitgenommen. Die hat hier auch 6 Euro gekostet. Und dann habe ich ihm noch, ich habe gesehen, dass anscheinend Neongrün und Neongelb wieder dieses Jahr in sein soll. Und Flieder habe ich auch gehört. Deswegen habe ich meinem Freund, ich habe nämlich, Leute, es gibt ja für alles eine Lösung, ne? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber mein Freund wohnt in Marokko und wir haben im Primark geskypt. Und dann, ja, bin ich quasi virtuell mit ihm da rumgelaufen. Und dann hat er gemeint, das ist schön, das ist schön und das ist schön. Ja, da habe ich ihm auf jeden Fall hier diese neonfarbene, das ist Neongelb, farbene Bauchtasche mitgenommen. Ich finde, die ist vom Stoff so richtig... Leute, das ist so richtig krass, so wie so ein so Gummi oder so. Die hat 7 Euro gekostet, also hier von meinem Freund sind die ganzen Preisschilder noch dran. Ja, finde ich voll cool. Vorne ist noch so ein Logo drauf. Stylish! Würde auch zu mir passen, vielleicht behalte ich die einfach. Dann habe ich meinem Freund außerdem noch ein T-Shirt mitgenommen. Und zwar 9 Euro T-Shirt, Größe M, Neongrün und Schwarz. Ja, das ist halt hier so... geriffelt. Boah, keine Ahnung, ich bin super im Beschreiben. Ihr seht ja auf jeden Fall das Muster hier. Sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Passt zu der Bauchtasche, zu irgendeiner coolen Jeans oder so einer beigen Jeans. Finde ich auf jeden Fall cool, so ein bisschen größer auch. Mein Freund mag es nämlich, wenn die T-Shirts so ein bisschen oversized sind. Genau, also Männerabteilung, Leute, Bombe bei Primark. Mag ich echt gerne. Und zwar wieder Größe M, wieder 9 Euro. Das ist auch einfach so ein Basic-Shirt wieder. Ihr seht es hier. Da sind halt so verschiedene Sachen angenäht. So kann man das, glaube ich, nennen. I don't know. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig chillig. Genau. Das habe ich meinem Freund hier auch noch mitgenommen. Und ja, da freut er sich, wenn ich wieder nach Marokko fliege. Irgendwann mal, hoffentlich. Ich muss euch sagen, das war es eigentlich auch schon vom Primark, ne? Ich dachte selbst, ich hätte mehr gekauft. Es tut mir leid. aber wir kommen jetzt zu Chiquelle. Und ich schreibe euch schon mal den Rabattcode hier von Chiquelle hin. Und zwar bekommt ihr mit diesem Rabattcode 20% im Chiquelle Online-Shop. Und Chiquelle hat echt hammergeile Sachen. Sind zwar ein bisschen preiswerter als die vom Primark, aber Qualität Bombe. Ich sag nur dieses Shirt hier, dieser Pullover. Deswegen könnt ihr mit meinem Code gerne 20% sparen, falls ihr Lust habt und auch mal da Sachen ausprobieren. Genau, Leute. Also, wir fangen an mit diesem Pullover hier. Also ihr seht, das ist einfach so, der ist auch so ein bisschen oversized. Ich mag es voll gerne. Und da steht drauf, my sweatshirt is better than yours. Hammer, oder? Ja, ich liebe es auf jeden Fall und das habe ich heute dann direkt natürlich auch mal angezogen. Ja, das ist auf jeden Fall auch von Chiquelle. Ich habe nämlich vorhin schon Instagram-Stories abgedreht und da kamen auch schon viele Fragen, woher denn der Pullover ist von Chiquelle. Und kommen wir zu einer weiteren Sache, die habe ich ja noch gar nicht ausgepackt. Das ist ein Pullover und Leute, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon meine anderen Hauls mal gesehen. Ich habe auf jeden Fall von Chiquelle auch einen türkisen Pullover. Das ist der einzige türkise Pullover, den ich, glaube ich, habe. Und den habe ich mir jetzt auch nochmal in weiß geholt. Und zwar ist er zum Binden und ich liebe, liebe, liebe den. Nur türkis, finde ich, passt halt nicht so zu allen Stimmungen von mir. Und weiß ist da halt nochmal ein bisschen
ja, schlichter und deswegen habe ich mit dem gleichen einfach nochmal in Weiß bestellt. Oh, ich bin so gespannt, wie der aussieht. Ihr seht ja hier, wie er angezogen aussieht. Ich liebe es auf jeden Fall, dass man den binden kann, hinten noch mit der Schleife. Und wenn ihr diesen Stoff fühlen könntet, ne? So, 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 so hochwertig. Also das ist wirklich so ein hochwertiger Stoff. Genau. Das ist auf jeden Fall one size sogar. Also gibt es gar keine Größe von. Passt mir aber perfekt. Finde ich voll, voll cool. Ja, gerade so, ja, in so einer Phase, wo ich, wie gesagt, auf so weitere Mom-Jeans, Boyfriend-Jeans stehe. Ich glaube, ich habe meinen Style neu entdeckt. Und deswegen habe ich mir... Und diese Hose, Leute, passt, finde ich, perfekt. Habe ich mir nämlich noch so eine Oversized-Hose, einfach so eine Mom-Jeans, in Beige mitgenommen. Und die kann man, wenn man möchte, auch unten nochmal umkrempeln, falls es einem unten zu weit ist. Aber ich finde, die passt perfekt. Und Leute, übrigens habe ich in allen Hosen, die so jeansmäßig sind, immer Größe 40, also auch in diesen Oversized-Hosen. Genau, also ich finde, der Stoff hier ist auch so krass angenehm und ja, liebe die. Also ich werde auf jeden Fall die mal bald tragen draußen und ich denke, guck mal, die beiden Farben, die würden auch richtig geil zusammenpassen. Wobei ich oben eher sowas, ja, engeres anziehen würde. Figurbetonenderes, so sagt man das, glaube ich, in dieser Branche. Genau. Und dann habe ich mir noch eine Jeans ausgesucht, Leute, weil, wie gesagt, ich bin in dieser Phase momentan. Und zwar ist es auch wieder eine Mom-Jeans, eine weitere. Also ihr seht, bei Chiquelle könnt ihr wirklich diese richtig geilen Mom-Jeans shoppen, so wie bei Primark auch. Da finde ich nur oben, muss ich sagen, den Bund so ein bisschen komisch, wenn ihr das gerade seht. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, so luftig. Seht ihr das? Seht ihr, was ich meine? Finde ich aber auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Hat aber einen anderen Stoff als die Beige. Also die Beige finde ich angenehmer. Aber die hier ist auch voll cool. Eigentlich so ähnlich wie die von Primark. Aber es schadet ja nie, zwei von der Sorte zu haben. Genau, Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Haul. Und wie gesagt, mit diesem Code bekommt ihr 20% bei Chiquelle. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Und ich liebe diesen Pulli. Den gibt's übrigens auch noch in Mintgrün. Und ich glaube, noch weiteren Farben. Ich wollte jetzt halt mal so ein Rosa ausprobieren. Ich finde, es passt ganz gut zu Blond. Und ja, Leute, das war's dann von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Und ja. Das war's. Und alle Teile, Primark gibt es ja keinen Online-Shop, aber alle Teile von Chiquelle sind unten in der Infobox übrigens verlinkt. Und ja, genau, Leute, dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Hier kannst du dann mein altes Video, also mein letztes Video anschauen. Und da kommst du zu einem kostenlosen Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, Leute, bis zu meinem nächsten Video dann. Tschüss!